Historisches Rathaus und Rathausplatz, Kätchenhaus und natürlich das Wahrzeichen der Stadt, die Kilianskirche. Und auf der begrüße ich Sie jetzt ganz herzlich. Heilbronn von oben. Wir sind in der Metropole des Unterlandes. 120.000 Einwohner hat diese Stadt. Und wenn man sich mal überlegt, dass sie fast gänzlich nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört war und sich so toll wieder aufgebaut hat, großartig. Man hat hier tolle Gebäude, man hat tolle Leute. Ein paar davon wollen wir uns miteinander anschauen und besuchen. Jetzt gehen wir erstmal wieder zum Boden der Tatsachen nach unten und gucken uns ein bisschen um in der Stadtgeschichte. Ein heilender Brunnen war Namensgeber. Heilbronn im Unterland. Moderne trifft auf Tradition. Salz und Wein sind die Bodenschätze. Und er ist der Heilbronner überhaupt, der Westturm der Kilianskirche aus der Renaissance. Und auch er ist Heilbronn, der Erste, der die Zeitgeschichte der Stadt überhaupt festgehalten hat. Hermann Eisenmenger. Das Haus der Stadtgeschichte zeigt Schätze aus seiner Dunkelkammer. Er war 40 Jahre lang Fotograf der Heilbronner Stimme. Durch die Ausstellung führt mich seine Frau Elke Eisenmenger. Und so kann man sich das vorstellen nach dem Krieg, dass er da so unterwegs war? Also nicht ganz, ja. Er hatte ja immer Fotoapparat dabei und Blitzlichtgerät, das sehr schwer war. 7 Kilo, habe ich mal gehört. Und das war wohl ein gestelltes Bild, da ging es um Regenbekleidung. Und wie war denn sein Verhältnis zur Stadt? Ja, also ich würde jetzt manche sagen, er hat seine Stadt geliebt, aber er war ja Schwabe, solche Worte hätte er nie gebraucht in dem Zusammenhang. Aber er war sehr, sehr interessiert und verbunden, nicht? Er ist ja hier geboren. Und durch die Arbeit bei der Tageszeitung war das natürlich täglich, es gab was Neues, es gab was, ja, was Sehenswertes und auch, er hat auch immer sehr viel, was am Rande geschehen ist, fotografiert, nicht? Hermann Eisenmenger ist Zeit seines Lebens der Stadt treu geblieben. Vom ersten Arbeitstag 1950 bis zum letzten 1990 hat er 50.000 Fotos geschaffen, weitere 15.000 in seinem Ruhestand bis zu seinem Tod 2007. Jetzt haben wir hier das Handwerkszeug von Ihrem Mann. Das ist wirklich alles original? Ja, 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 natürlich. Er hat oft abends noch gesagt, jetzt muss ich schnell noch mal die Dunkelkammer und einen Film entwickeln. Ich muss wissen, ob was drauf ist. Ne? Aber dreimal muss er auf jeden Fall daheim gewesen sein, weil Sie haben 3 Töchter. Genau. Und eine davon ist ja, glaube ich, auch Fotografin, gell? Ja, ja, die mittlere hat Fotograf gelernt, ja. Momentaufnahme, Dokumentation, Heimatverbundenheit. Hermann Eisenmengers Bilder zeugen von ausdauernder Beobachtungsgabe. Den Platz gibt es ja heute noch. Ja, ganz genau. Also das ist die Hauptverkehrsstraße von Heilbronn, die Kaiserstraße. Sie sehen da das Schild noch. Das ist die Allee. Und ich finde, da ist so viel drauf. Jetzt zum Beispiel in den Ruinen sieht man das Reformhaus Meier. Die haben im Keller da schon wieder eröffnet. Und das gibt es auch heute noch, das Reformhaus Meier. Und was ganz bemerkenswert ist, Ihr Mann hat, glaube ich, gerne von oben fotografiert. Er sagte ja auch, wir Schwaben haben den Weitblick nicht, weil wir so buckelige Landschaften haben. Ja, das hat er gerne gemacht. Also wenn irgendwo ein Turm war oder ein Hochhaus, oder, dann war er bestimmt mal da oben. Seine Lieblingsbilder? 1991 hat er es dem Süddeutschen Rundfunk verraten. Ja, es gibt Bilder, und zwar sind es die, wo man, die eigentlich nicht unbedingt pressegerecht sind. Das sind sozusagen die schönen Bilder. Und die sind eigentlich Eisenmenger-Bilder, die scheinbar auch von den Lesern irgendwie gern gesehen werden. Wieder ein Bild von oben. Miriam Eberland, Sie haben hier im Stadtarchiv mit einem Kollegen zusammen diese Ausstellung gemacht. Ich glaube, solche Bilder schätzen Sie besonders, oder? Ja, also für uns als Stadtarchiv ist natürlich das Dokumentarische an den Aufnahmen von Hermann Eisenmenger besonders wertvoll. Das ist so ein Beispiel dafür, 1989, eben der Blick vom Kiliansturm. Das ist noch vor dem Umbau der Kaiserstraße, das ändert sich dann 10 Jahre später, aber man sieht sozusagen schon den Marktplatz, wie es damals eben aussah. Oder sie als Bühne für die amerikanischen Streitkräfte nach dem Krieg. Beim Spaziergang durch die Innenstadt zeigt sich der Wandel der Zeit. Wo heute noch ein Kaufhaus steht, war 1951 das erste Heilbronns überhaupt eröffnet worden. Und immer wieder trifft Tradition auf Moderne. Das Schöne am Landesscharmobil ist ja, dass man nicht nur den Ort kennenlernt, sondern auch die Menschen dazu. Und heute war das der Fotograf, der Heilbronn wirklich perfekt dokumentiert hat.
Einen Bildband zu dieser Ausstellung gibt es jetzt in den Rucksack. Denn das ist auch was Tolles beim Landesschaumobil. Wer es nicht kennt, alles, was ich hier reinstecke in diesen Rucksack im Verlauf dieser Sendung, sollten Sie sich bitte aufschreiben. Als Stichwort im ersten Fall jetzt also Fotograf. Und am Ende der Sendung sage ich Ihnen, was damit passiert. Und jetzt sitzen wir hier am Rathausplatz. Dem Platz, wo das Weinfest ist, wo der Weihnachtsmarkt ist und vieles mehr. Also der große Mittelpunkt von Heilbronn. Rathaus steht dahinter mit seiner astronomischen Uhr aus der Renaissance, aber auch zerstört gewesen, im Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut. Und vor allem hinter dieser historischen Fassade, da pulsiert das junge, moderne Leben. 2.500 Angestellte versuchen dort, die Geschicke der Stadt so gut wie möglich zu leiten. Und 120 davon sind Azubis, die uns jetzt erklären, was sie an Heilbronn toll finden. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jule Fuchs. Ich lerne hier am Theater und einige von uns Auszubildenden werden jetzt ihr Heilbronn vorstellen. Für mich bietet Heilbronn viele attraktive Feste, wie beispielsweise das Volksfest, das Weindorf, das Neckarfest, den Weihnachtsmarkt sowie den Pferdemarkt und den Hafenmarkt. Heilbronn ist für mich Heimat, da ich mich hier sehr wohl fühle. Es ist kunterbunt und vielfältig. Die Stadt Heilbronn verbinde ich mit einem breit verzweigten und innovativen Bildungsangebot. Von der frühkindlichen Bildung über die Ganztagesschulen bis zur berufsbegleitenden und praxisorientierten Hochschulbildung ist für jeden etwas dabei. Die Experimenta Heilbronn bietet Technik zum Anfassen für Jung und Alt. In Heilbronn gibt es viele abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Ob ins Konzert zu gehen, ins Kino, ins Theater. Für jeden von uns ist etwas Passendes dabei. Ich freue mich auf die Bundesgartenschau 2019 und das neue Stadtquartier Neckarbogen. Heilbronn ist eine grüne Stadt. Das erkennt man an den zahlreichen Grünflächen und Parks wie dem Pfühlpark, dem Ziegeleipark und dem Werdwiesenpark, die zum Spazieren und Verweilen einladen. Wer in Heilbronn einen Wengerter sucht und keinen findet, der ist blind. Weinbau hat in Heilbronn 800-jährige Tradition. Und seit 1545 mit der Rebschere auf Du und Du ist die Familie vom Weingut G.A. Heinrich. Riesling, Weißburgunder, Trollinger, Lemberger, Schwarzriesling. Zwei junge Brüder übernehmen im Sommer. Björn Heinrich ist fürs Marketing zuständig. Lauter regionale Spezialitäten, vom leichten Sommerwein bis zum kräftigen Burgunder. Bei uns finden Sie auch keinen Merlot oder Shiraz. Das brauchen wir nicht, weil wir haben hier Rebsorten, die seit über 100 Jahren wachsen. Und da konzentrieren wir uns drauf und holen das Beste draus raus. Super. Danke. 12 Hektar Rebfläche rund um Heilbronn. Die Suche nach dem Weinmacher des Hauses Heinrich ist dennoch erfolgreich. Winzer zu werden, war für den Weinbauingenieur und Önologen Tobias eine Herzensentscheidung in der x-ten Generation. Hallo, Tobias Heinrich. So, hallo, willkommen. Wunderbar, der Bruder schickt mich. Ja, hallo. Lasse. Wir sind im Gewann Wollendieb. Genau. Und wie ich sehe, sie schneidet auf zwei Ruten oder auf eine? Eigentlich eine, aber wir lassen eine als Ersatz da. Man nennt es auch Froschtrude, aber hier in der Lage kommt sicher kein Frosch her. Aber der Lemberger vor allem, der neigt gern zum Schlänzen, zum Brechen, wenn man denn dann runterbiegt. Und da das häufig vorkommt, da lassen wir einfach einen Ersatz stehen, den man dann im Zweifelsfall nachbiegen könnte. Aha. Aber spätestens am Austrieb kommt sie dann weg. Die Geschichte vom Wollendieb? Ein Fuhrmann hat den Erlös verkaufter Wolle schlichtweg versoffen. Der Lemberger aber ist Heinrichs Bester und liegt wie alle Schätze im Weinkeller. Wir gucken ganz klar, dass wir in eine kühle, in eine elegante Stilistik gehen. Wir wollen nichts Fettes, wir wollen nichts Brachiales, sondern wirklich animierende Weine, die auch Ecke und Kante haben dürfen, die Charakter haben. Also wenn man so einen Wein dann halt mal ein paar Jahre liegen lässt, dann kommt auch der innere Wert mehr zum Vorschein. Ja. Und Sie selber sind ja auch ein hiesiges Gewächs. Also Sie haben ja auch Ihr Bodengefährtle hier. Was bedeutet Heilbronn für Sie? Heilbronn ist natürlich Heimat, logischerweise. Und Heilbronn ist für mich Lemberger. Heilbronn ist nicht unbedingt die schönste Stadt, muss man auch ganz ehrlich und unverblümt sagen. Aber sie ist ehrlich. Also man sieht halt, die Straße spiegelt das wieder, wie Heilbronn ist. Weswegen ich mich auch hier befinde und mich hier wohlfühle und auch hier bleibe. Ja. Der Wein in Heilbronn ist auch hier zu Hause. Das frühere Wohnhaus der Familie Feist ist jetzt Weinvilla. Und Vater Martin Heinrich hatte die Idee dazu. Heidenei, merken Sie was? So konnte man auch mal wohnen. Martin Heinrich, das sieht ja alles ganz perfekt aus.
perfekt und schön aus. Hei, 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 hei. Und diese Weinvilla, die ist jetzt praktisch euer, also der Wengerter von Heilbronn, ihr Refugium. So kann man sagen, seit dem Januar 2000 sind wir stolze Pächter von diesem schönsten Haus Heilbronns. Wir sind 15 Wengerter, selbstvermarkende Weingüter und die Genossenschaftskellerei und versuchen hier dem Kulturgut Wein das adäquate Forum zu bieten. Tradition heißt ja nicht, die kalte Asche aufbewahren, sondern die Glut am Leben zu erhalten. Und hier ein kleiner Hauch Sauerstoff und schon ist die Flamme wieder erkennbar. Und da kann man dann dem Wein richtig schön in das Licht drücken, wo man gerne hätten. Alle Winzer samt Genossenschaft sind hier auf gleicher Ebene vertreten. Martin Heinrich, jetzt sind wir ja praktisch im Erdgeschoss. Hier kann man essen, hier kann man auch den Wengerter hinter der Theke erleben. Jawohl, das macht Spaß. Und man kann dann auch die Vielfalt des Heilbronner Weins darstellen. Nach dem Motto, andere Mütter haben ja auch schöne Töchter. Und da tut man einfach aus vier verschiedene Keller, vier verschiedene Trollinger oder Rieslinge probieren lassen. Und da kann man eine Story dazu erzählen. Und das fasziniert die Interessierte, weil man dann doch ein bisschen über das Tellerrand hinausschaut. Und das ist Weinvilla. Wein verbindet eben alle Heilbronner. Gell, geschickt, ich hätte Ihnen da auch was organisiert. Und zwar nicht nur ein, sondern zwei Fläschle Spätburgunder kommen in den Rucksack. Und Sie merken sich bitte als Stichwort Nummer 2 für unser Gewinnspiel im Landesschaumobil Wein. Und der Boden, also das Terroir, von dem man im Weinbau spricht, der birgt hier einen ganz besonderen Schatz in Heilbronn. Und den gucken wir uns jetzt an. Gülden sozusagen. Schweres Gerät im Einsatz. Auf 40 Hektar Fläche in Heilbronns Stadtmitte entsteht die Bundesgartenschau 2019. Ein 6-monatiges Gartenfest soll's mal werden. Dann blüht hier die Landschaft. Eine Schau der Superlative. Und so überdimensional hat man es ganz gern scheinbar hier in Heilbronn. Wie Sie sehen, die Größenverhältnisse sind schon sehr extrem. Übertage. Aber Untertage geht es gerade so weiter, denn seit über 130 Jahren baut man hier in Heilbronn ab. Was? Seht Sie gleich. Glück auf, abwärts geht's. Gemeinsam mit Sophie Peiser, seit 3 Jahren die Marktscheiderin der südwestdeutschen Salzwerke in Heilbronn, dem größten in Europa, was die Abbaumenge angeht. Sie sagt, wann, wo, wie viel Salz abgebaut wird. Wir fahren jetzt zum Steigerbüro. Zum Steigerbüro? Ja. Also ins Revier, gell? Ja, und vorher ein Steigerbüro. Da sitzen im Prinzip die ganzen Steiger an den Schreibtischen und koordinieren ihre Leute. Das ist ja ein unglaubliches Straßenwegenetz hier unten, Frau Peiser. Wie viele Kilometer sind denn das? Also wenn man alles zusammen addiert, jetzt nicht nur diese Fahrwege, sondern alle, auch die ganzen Kammern und Nebenstrecken, sind es ungefähr 600 Kilometer hier in Heilbronn. 600 Kilometer? Ja, ja, um Himmels Willen. Das ist ja eine Stadt in der Stadt. Ja. Sie fühlt sich offensichtlich pudelwohl hier, 200 Meter unter Tage. Sophie Peiser ist mindestens 100 Tage im Jahr hier unten. Und sie kennt sich hier aus wie in ihrer Westentasche. Jetzt, was ist genau, jetzt das? Genau, das ist jetzt das Risswerk. Das ist die Karte von diesem riesen Straßennetz hier unten. Die haben Sie quasi im Kopf? Ja. Was ist jetzt da was genau? Na, wir fangen am besten dort an, wo wir eingefahren sind. Hier sind wir eingefahren und dann sind wir hier hintergefahren. Hier hoch, hier haben wir auch gewechselt und hier hinter. Und jetzt stehen wir hier. Gut. Gut, dass sie sagt. Außer Straßen gibt's hier unten auch Werkstätten. Für Werkzeug, für die Maschinen, für die Fahrzeuge und für die erste Aufbereitung des Salzes. Heidenei. Da wird ja mit allen Tricks gearbeitet. Mit Licht, grüß Gott, Glück auf. Glück auf. Hallo? Das ist jetzt Mitarbeiter. Das ist ein Mitarbeiter von mir. Ja. Und der andere ist jetzt da hinten in der Kammer. Und die beiden messen jetzt diese Kammer auf, um sie dann im Risswerk zu zeichnen. Also nach dem Bundesberggesetz muss jedes Bergwerk ein Risswerk führen. Von einem Marktscheider, der mit seiner Unterschrift diese Pläne zur Urkunde macht. Per Unterschrift ist das quasi wie notariell besiegelt. Genau. Die Kollegen schätzen die gebürtige Chemnitzerin als Chefin, wegen ihrer unkomplizierten und natürlichen Art. Und ohne sie läuft hier unten eh nichts. Natürlich, am Anfang haben vielleicht manche komisch geschaut, ohne Frau. Es gibt ja dieses Sprichwort, Frauen unter Tage bringen Unglück. Aber das ist nichts eingestürzt. Also.
Sprengen und Abtragen ist eine Abbaumethode, die die 37-jährige Vermessungsingenieurin überwacht. Sie zeigt mir aber auch noch den Continuous Miner, eine riesige Fräsmaschine, mit der stetig Salz gewonnen wird. Und echt, es schmeckt salzig. Aus diesem Material wird Auftau-, Industrie- und Speisesalz. Eine faszinierende Technik. Und in Heilbronn über Tage fühlen Sie sich aber auch wohl? Da fühle ich mich wohl, ja. Heilbronn ist auf jeden Fall Heimat, ja. Wo sie mit Ehemann und zwei Kindern lebt. Die staunen auch immer, wenn Mama erzählt, dass sie über mehrere hunderttausend Tonnen Salzabbau im Monat wacht. Bevor es schließlich über Schiffe und Züge in die ganze Welt geht, lagert das Salz in dieser Halle. Und die ist riesig, wie so manches, in und unter Heilbronn. Ob das mit dem Winter dieses Jahr noch was wird? Ich glaub's ja. Also ich versteif mich da einfach nicht. Ich pack Ihnen aber auf jeden Fall kein Streusalz ein, sondern ganz normales Salz zum Würzen. Und Sie erinnern sich? Genau, Sophie Peiser hat mir das vorher unter Tage gegeben. Das kommt noch mit dazu als kleine Dreingabe. Also jede Menge Salz für Ihre Speisen. Und das alles kommt in den Landesschau-Mobil-Rucksack. Und Sie merken sich bitte als drittes Souvenir Salz. Und hier in Heilbronn ist nicht nur salzig, sondern manchmal auch ganz schön süß. Am Rathausplatz wird schnell klar, Heilbronn ist in Bewegung. Nach der fast vollständigen Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist die Stadt auferstanden wie Phönix aus der Asche. Und jede Menge Start-up-Unternehmen mittendrin. Heilbronn ist die siebtgrößte Stadt Baden-Württembergs und ist, das wusste ich auch nicht, ein Stadtkreis. Das heißt also, sie ist mit sich selber als Kreis verbunden und hat auch keine Ortsteile, sondern in den letzten 80 Jahren etwa 8 Orte eingemeindet, unter anderem auch Böckingen. Und da sind wir jetzt im Industriegebiet, denn hier hat es geheißen, hier gibt es den Zauber der Kindheit. Da bin ich jetzt gespannt drauf. Und grell süß. Ein Arbeitsplatz, der Freude und Appetit macht. Süßigkeiten aus der Kinderzeit. Die Idee von Corinna Lenz und Anastasios Paliakoudis. Vor 5 Jahren haben sie den Online-Shop Die Zuckerbäcker gegründet und sind als Jungunternehmer richtig erfolgreich. Also es werden ja sogar die Fotos selber gemacht hier im Hause, Anastasios. Ja, also von A bis Z haben wir sehr viel noch selber gemacht oder machen noch sehr viel selber. Von der Schleife, die wir selber binden, bis zu den Produktfotos, die dann auch bei uns im Onlineshop zu sehen sind. Bis zu 30 Teilzeitkräfte mischen die süßen Träume. Da kann nicht mal der Chef widerstehen. Corinna Lenz, jetzt sind wir hier in der Produktion. Hier wird ja wirklich alles per Hand gemacht. Das ist so gewollt. Genau, das ist so gewollt. Das ist alles wie früher auch im Kiosk. Da wird ja auch alles per Hand verpackt und so machen wir das auch. Wir lassen uns immer lustige Artikel zu verschiedenen Anlässen einfallen. Also entweder unterm Jahr einfach so zum Naschen, wenn man jemanden gern hat. Oder im Sommer zum Beispiel unsere essbare Grillkohle. Es sind schwarze Marshmallows in einer schönen Verpackung. Und das ist ein Geschenkartikel, das man gerade im Sommer zum Fußball, zu Partys verschenken kann. Überhaupt können die studierten Betriebswirte auf jede Situation reagieren. Süßes passt irgendwie fast immer. Es kommt auf die Begründung an. Den Eltern muss man auch erstmal erklären, was man wirklich machen will. Und Süßigkeiten im Internet verkaufen ist nicht die beste Erklärung. Ja, Anastasios, was machst du? Anastasios, was machst du? War das, was ich am meisten gehört habe. Warum eigentlich gerade in Heilbronn? Zum einen natürlich, weil es die Heimatstadt ist. Und der Vorteil, finde ich, in Heilbronn ist, dass die Szene noch so ein bisschen familiär ist. Das heißt, man lernt sich sehr schnell kennen, man hat ein Vertrauensverhältnis zueinander und baut sich so gegenseitig auf. Das zum einen und zum anderen natürlich auch für Heilbronn spricht, dass diese wirtschaftlich starken Unternehmen im Umkreis sind, sodass wir, wenn wir einen Tütchenlieferanten brauchten oder einen Glaslieferanten, das bewegt sich alles im süddeutschen Raum auf jeden Fall. 11 feste Mitarbeiter betreuen inzwischen die Homepage der Zuckerbäcker. Am meisten Freude macht uns auch die Arbeit mit dem Team. Wir haben ein tolles Team, das hinter uns steht. Und wenn wir dann merken, dass alle glücklich und zufrieden sind und dass wirklich jeder Spaß am Job hat, das ist eigentlich so das, was uns am meisten Freude bereitet. Und natürlich das Süßigkeiten naschen. Per Mausklick die Süßigkeiten selber füllen und schicken lassen ist eine Variante der Zuckerbäcker.
Maria mischt von Anfang an mit. Und sie ist der Schwarm aller Nachbarkinder. Mir macht es so Spaß, hier zu arbeiten und gerade so Sachen zu füllen, Schleifen zu binden und meine Schrift hier, mein Fingerabdruck hier drauf zu lassen auf jeder Tüte. Also. Es gibt auch kreative Zuckertüten für Firmen und den Einzelhandel. Die Ortsansässigen, wie hier das Café Hagen, werden von Corinna und Anastasius persönlich beliefert. Ein Grundsatz der Heilbronner Start-Upper: Was ihnen nicht schmeckt, kommt nicht in die Tüte. Lauter süße Köstlichkeiten. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. Es ist ja auch gar nicht für mich. Es ist ja für Sie. Nämlich eine schöne Bonbonniere mit Kindheitserinnerung. Zauber der Kindheit, so sagen Sie. Kriegen Sie in den Rucksack. Sie haben es ja gerade hier abgegeben im Café Hagen in Heilbronn. Und Sie merken sich Zuckerbäcker. Hinter dieser alten Klinkerfassade lockt ein Paradies für Tee- und Kaffeetrinker. Das Kaffeehaus Hagen ist eine Heilbronner Institution. Hier trifft man sich zu Kaffee und Kuchen. Ein hauseigener Konditor zaubert die süßen Verführungen. Und der Kaffee und seine herausragende Qualität liegen in Händen zweier prämierter Röstmeister. Wir tauchen ein in eine Welt des Genusses und der wohltuenden Langsamkeit. Seniorchef Hans-Peter Hagen hält das 1934 gegründete Unternehmen auf Kurs. Sein Café wird in ganz Deutschland verlangt. Hier duftet alles nach frisch geröstetem Kaffee. Hans-Peter Hagen und sein Röstmeister sind ein eingespieltes Team. Das Geheimnis ihres bundesweiten Erfolges sind die kleinen Kaffeebauern, von denen sie ihre Bohnen beziehen. Wir haben dann aus speziellen Fazendas, wo wir die Leute auch kennen, direkt haben wir das Produkt von zum Beispiel Ismael Andrade aus Brasilien, Minas Gerais, die Sorte São Silvestre. Oder wir haben kleine Kooperativen in Guatemala. Oder wir haben Bereiche in Indonesien, wo kleine Pflanzer sind, die nur, sagen wir mal, ein paar hundert oder ein paar tausend Sack verkaufen. Und von denen beziehen wir. Also nicht in das Große, den Standard, sondern die kleinen Spezialitäten. Die grünen Bohnen werden langsame 12 bis 17 Minuten lang geröstet. Diese Behutsamkeit macht den einmaligen Geschmack. Das Kaffeehaus Hagen bietet Verkostungen für andere Kaffeehausbetreiber an. Die Heilbronner kommen auf einen schnellen Cappuccino in der Bar vorbei. Oder große Unternehmen in der Region bestellen hier ihren Kaffee, weil ihnen Qualität wichtig ist. Wir haben über 50 Sorten und Provenienzen. Also das heißt, ein ganz breites Spektrum. Und das bringt euch den Kunden heute, der auch auf Spezialitäten aus ist, dann zu uns ins Haus. Obwohl der Kaffee seinen Preis hat, floriert das Geschäft nicht nur mit Heilbronner Kunden, sondern auch der Internethandel boomt. Das Kaffeehaus Hagen ist eine Heilbronner Erfolgsgeschichte. Getragen von einer Familie, in der inzwischen auch die Jungen mit an Bord sind. Das junge Start-up von Corinna und Anastasius passt mit seinen süßen Kindheitsträumen wunderbar in dieses Familienunternehmen des perfekten Kaffeegenusses. Corinna und Anastasius, die haben fertig studiert und haben vor allem ihr Start-up-Unternehmen bereits gegründet. Aber hier in Heilbronn gibt es jede Menge Studenten, die noch davor stehen. Und jetzt gucken wir mal, wo die studieren. Heilbronn boomt seit 5 Jahren als Studienort. Auf dem neuen Wissenscampus haben sich 4 Hochschulen angesiedelt. Die Heilbronnerin Anna Dünger studiert Food Management. Ein junges Studienfach, das im Land nur in Heilbronn angeboten wird. Im Unterricht von Rektorin Nicole Graf geht es um die Soziologie des Essens, also eher Theorie. Praxis steckt im Foodmanagement gleich nebenan in der Küche. Da soll die Sensorik der Studenten angesprochen werden. Das heißt, die Vielfalt überblicken und daraus die Qualitätsabstufungen herausfinden. Was lernt man denn beim Studiengang Foodmanagement hier in Bad Heilbronn? Man lernt so allerlei. Man lernt eben viel über Lebensmittel. Warenkunde ist hier ein großes Thema. Und natürlich eben der Großteil BWL. VWL, Mathematik, Finanzmathematik gehört eben auch dazu. Wir haben hier unsere 4 Sorten, die wir eingekauft haben. Mhm.
Und hier der erste Durchgang wird die Maultasche kalt verkostet. Ja. Da bekommt jeder so eine Viertel Maultasche auf zwei Häppchen. Mhm. Natürlich anonym über die Farbe, damit der Proband dann nicht weiß, was er hier gerade isst. Und dann geht es nachher in die Kaminen. Und dann werden die Studenten, unsere Probanden, verkosten, wie gut sie die Maultasche bewerten. Der Versuch von Benedikt und Franziska wird von Dekanin Beate Scheubrein begleitet. Damit ein Student, wenn der das Studium bei uns abgeschlossen hat, auch in der Lage ist, in seinem eigenen Betrieb so eine Verkostung durchzuführen, müssen die das auch mal geübt haben. Und die dürfen dann Vorschläge machen, welche Produkte sie verkosten wollen. Die Studenten probieren Maultaschen vom Discounter, vom Marktführer, vom Gourmet-Supermarkt und vom Metzger. Nach Geruch, Konsistenz und Geschmack. So ein bisschen ist es ja hier wie in der Kirche früher, gell? Drüben sind die Männlein, hier sind die Weiblein. Man kann so ein bisschen abgucken. Hier wird nicht geschummelt. Hey. Ja, hey. Gar nicht so einfach, die Unterschiede zu erschnüffeln und zu erschmecken. Miserabel oder akzeptabel? Also, 9 ist hervorragend. Nächstes Testgebiet. Anna soll ihren Blick schweifen lassen. Über verschiedene Fotos und Werbebilder von Maultaschen. Eye-Tracking nennt sich das jetzt. Ralf Schöbrein, was versteckt sich da dahinter? Was heißt das? Genau, also zu Marketingzwecken wird halt oft untersucht, wo schauen denn die Kunden überhaupt hin? Ja, bei einem Prospekt werden dann die Preise wahrgenommen, werden die Produkte wahrgenommen, was wird wahrgenommen? In einem Laden, in den Regalen, wohin schauen die Kunden? Ja, und im Rahmen vom Eye-Tracking kann man untersuchen, wo der Kunde hinschaut und dann halt daraus Gestaltungsrichtlinien für so Marketingzwecke ableiten. Anna erklärt mir, was noch alles passiert auf dem neuen Wissenscampus. Lebenslanges Lernen ist hier das Motto. Und die Stadt profitiert von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Übrigens, Anna ist mehr als eine normale Studentin. Sie ist das Heilbronner Kätchen. Das Kätchen ist natürlich ja ein Repräsentationsamt. Wir repräsentieren Heilbronn. Und ich bin in Heilbronn geboren, hier aufgewachsen. Und dann ist natürlich für mich eine Ehre, meine eigene Heimatstadt repräsentieren zu dürfen. Vorbei am neu gestalteten Platz am Bollwerksturm zeigt sich, Heilbronn wird jünger. An der unteren Neckarstraße ziehen neue Lokale junge Leute an, wie die 21-jährige Anna Dünger und ihre Kommilitonen. Gerade für uns Studenten tolle Angebote, aber nicht nur für Studenten, gerade für jeden Heilbronner oder jemand, der Heilbronn besuchen will, findet auf jeden Fall kulinarische Angebote dort für sich. Toll, und das direkt am Neckar. Und wenn man die untere Neckarstraße von früher kennt, weiß man jetzt wirklich, wie sich's verändert hat. Und wo ist jetzt Ihr Lieblingsplatz? Heilbronn ist so enorm gewachsen, ich könnte mich gar nicht entscheiden. Also eigentlich überall. Heilbronn, attraktiv, bunt und traditionsbewusst. Und wenn man die untere Neckarstraße ums Eck läuft, kommt man auf die Neckarinsel und hier zum Inselhotel. Und in dem können Sie wohnen, wenn Sie denn den Landesschaumobilrucksack gewinnen. Einen Gutschein für 2 Übernachtungen für 2 Personen stecke ich rein in unseren Gewinnerrucksack. Und das gewinnen Sie hoffentlich. Stichwort wäre Hotel. Und die Dame, die hält mir das ja ganz nett hier, das ist ganz geschickt. Sie ist zwar ein bisschen offenherzig, aber durchaus freundlich. Also habe ich auch gleich hier unser 6. Mitbringsel zur Hand, nämlich das Landesschaumobilbuch. Kommt auch in den Rucksack. So, jetzt haben Sie 5 Mitbringsel aus Heilbronn. Und die sollten Sie bitte alle auf eine Postkarte schreiben und schicken an den SWR Landesschaumobil 70150 Stuttgart. Oder Sie gehen ins Internet. Ich drücke Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie den Rucksack gewinnen. Und dann kommen Sie hierher nach Heilbronn. Das ist wirklich eine ganz tolle Stadt für junges, modernes Leben mit Traditionsgedanken. Und ich mache mich jetzt noch ein bisschen auf. Und misch mich unters Volk. Tschüss.